Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einstein und heute spiele ich für euch Viktor, den Erfinder mit der Hand des Todes. Das Wichtigste, wie immer zuerst, League of Legends ist kostenlos und der Link zum Download befindet sich in der Informationsbox, genauso wie der Link zu Einstein LP auf Facebook. Wir schauen uns die Teams an. Im gegnerischen Team haben wir Sona, Xin Zhao, Ezreal, Ahri und Shen. Und mein Team war Fünfer Premade. Da haben wir von hinten angefangen. Den Enno als Yorick, den Simion als Hecarim im Jungle. Dazu Leona gespielt vom Simon. Der Lars spielt Ezreal und eben meine Wenigkeit als Viktor, der lustige Erfinder mit der Laserhand auf dem Kopf. Und ich werde in die Mitte gehen gegen Tante Ahri. So, das heißt, bevor es jetzt auch losgeht, mal eben schnell zu den Fähigkeiten. Wir haben nämlich einmal die Passive von Victor. Das seht ihr auch hier schon, dieses lustige Item, nämlich den Hexcore. Das ist ein Item, womit ich quasi anfange. Das ist ja momentan noch einzigartig, passt aber eigentlich ganz gut, weil mit dem nächsten Champion Rengar, der ja mittlerweile auch schon so quasi semi veröffentlicht ist, der hat halt auch ein Item direkt am Start. Aber bis jetzt ist Victor da noch der Einzige, und zwar kann er diesen Stab dann im Nachhinein im Shop, ich glaube jeweils für 1000 Gold, kann er das ganze Ding upgraden, ja, jeweils in verschiedene Richtungen, und zwar hat das dann alles besondere Einflüsse auf seine drei, ja, Standardfähigkeiten, und deswegen werde ich dann auch dazu kommen, wenn ich die Fähigkeiten erkläre. Momentan, dieses Item gibt es am Anfang erst schon mal 3 AP per Level, ist also auch gar nicht so schlecht. Das heißt, es ist auch ohne, dass ihr da jetzt was mitmacht oder ohne, dass ihr das dann irgendwie großartig verändert, gibt das schon mal dann einen ordentlichen AP-Boost. Das ist schon ganz ordentlich so. Ab Level 6 ist es dann quasi schon mal ein Amplifying-Turm gratis, was jetzt nicht allzu schlecht ist, finde ich. Und ja, wir werden jetzt erstmal hier dem guten Simon hier helfen bei den Wölfen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, das war natürlich jetzt hier wieder ein bisschen von mir, weil ich natürlich wieder viel zurückgepult habe. Deswegen hauen mich jetzt die Wölfe ja auch schon halb tot. Muss ich ein bisschen aufpassen und ja, genau. Stopp, auch direkt mal noch ein Last Hit ab und auch direkt noch ein. Ja, super Sache. Das heißt, mit dem Pullen, das übe ich dann vielleicht lieber nochmal. Okay, nur ein Last Hit, aber okay. So, da habt ihr auf jeden Fall gerade jetzt schon die erste Fähigkeit von Victor. Das ist falsch. Da ist er wieder von Victor gesehen. Ich habe nämlich als erstes sein Q geskillt. Das ist der Power Transfer. Da schieße ich quasi auf den Gegner, mache magischen Schaden und dann werden 40% dieses Schadens als Schild auf mich ja quasi zurück übertragen. Ihr müsst allerdings ein bisschen beachten, das wird also dann nicht quasi instantan gemacht, sondern das fliegt quasi erst zum Gegner hin und dann wieder zurück. Das heißt, das Schild braucht also dann schon ein bisschen, bis es bei euch ankommt. Ja, das gibt einmal dann auch noch die Verbesserung durch den Hexcore, und jetzt muss ich erstmal überlegen, was da das ist. Ich glaube, da wird einfach der Betrag des Schildes erhöht bei der Verbesserung. Also es ist dann der logischerweise der blaue Hexcore, den ihr dann weiterbauen könnt. Und da bin ich mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher, aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, der blaue ist, da wird der Betrag des Schildes dann irgendwie erhöht. Dann kommen wir jetzt mal zur zweiten Fähigkeit, das ist nämlich sein Death Ray, quasi der Laser, und das haben wir im letzten Display, da ist er nämlich auch gerade gesehen. Der hat erst schon mal eine ziemlich geile Reichweite, ist zwar etwas diffizil zu casten am Anfang, ihr müsst nämlich quasi den Start und den Endpunkt setzen, das heißt, ihr müsst natürlich relativ zügig sein, auch mit dem Klicken. Ist er denn mit Smart Cast, dann geht das halbwegs auch ganz gut. Wenn jetzt hier auf der First Blood immerhin, auf der First Blood, auf der Botlane, glaube ich, First Blood an unser Team geht, allerdings dann nachher erstmal noch Leona den Kill geht, oder hat, na, vielleicht das Team hat sogar First Blood gekriegt, das ist natürlich suboptimal, aber ihr seht, mit dem Laser kann man hier schon ganz gut farmen, und ja, der macht halt auch wirklich ganz ordentlich Schaden, und vor allen Dingen, das Ganze wird halt nicht verringert oder so, wenn ich mehrere Gegner treffe, sondern der Schaden ist immer gleich. Auch hierfür gibt es dann eine Verbesserung über den Hexcore, das ist auch den ich immer dann quasi ausbaue, deswegen werdet ihr den auch gleich sehen, das ist dann der rote Hexcore, da wird dann quasi dieser Death Ray noch mit einem Dot versehen, der dann auch nochmal ordentlich magischen Schaden macht, ja, bei allen Champions, die ihr dann damit trifft.
Und als letzte Fähigkeit haben wir dann hier noch das Gravity Field. Das habe ich jetzt auch auf Stufe 3 schon mal genommen. Wenn jetzt hier Shazar kommt, ich weiß nicht genau, was er da will. Auf jeden Fall habe ich das auf Stufe 3 schon mal genommen. Halt auch ganz gut zur Gank-Abwehr. Da macht Victor einen kreisförmigen Bereich auf dem Boden, wo dann ein Gravitätsfeld quasi herrscht. Da drin werden alle Gegner geslowt. Und auch der beziehungsweise der Movement Speed wird in 28% Schritten geslowt, und zwar alle 0,5 Sekunden kommt dann ein Stack da hinzu. Und wenn es Target also quasi 1,5 Sekunden, sprich 3 Stacks lang in diesem Feld drin ist, beziehungsweise das war glaube ich gerade gelogen, eigentlich muss es nur eine Sekunde machen, weil es echt ja am Anfang rechts direkt ein Stack, dann nach 0,5 nach 1 Sekunde. Genau, also wenn es eine Sekunde lang in diesem Gravity Field sich aufgehalten hat, dann da seht ihr es nämlich jetzt auch direkt, dann wird es für 1,5 Sekunden gestunt. Das ist also dann auch ganz gut für Control. Wenn ich jetzt hier mal schon mal richtig Schaden von Tante Ari fresse, da habe ich auch klar mein Schild, glaube ich, nochmal gerettet. Muss auch erstmal direkt noch ein paar Pots einschmeißen. Deswegen jetzt hier gar nicht so gut, was ich hier gerade mache. Aber mit ein bisschen Glück können wir jetzt hier trotzdem noch ganz gut farmen. Mit dem Laser hat, wie gesagt, eine unglaublich hohe Reichweite. Und dementsprechend sollte man da eigentlich auch mit zurechtkommen zu farmen. Genau, da habe ich nämlich auch gerade wieder schön aus der Distanz getroffen. Da habt ihr auch gerade jetzt mal den Power Transfer gesehen. Wie gesagt, das fliegt also hin und wieder zurück. So, mittlerweile leider der gute Enno auf der Top Lane auch gestorben. Gegen Shen, aber jetzt glaube ich im Verbund mit Shen Zhao, oder? War der? Ja, ich glaube schon. Hat zumindest mittlerweile auch schon einen Assist bekommen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das der Gank auf der Toplane war. Und wir haben uns jetzt hier zumindest tapetisch wieder ein bisschen erholen können und fahren jetzt erstmal lustig weiter. Da hätte ich meine Ari wieder mit meinem Laser getroffen. Und was ich eben eigentlich sagen wollte, bevor ich da so richtig auf die Fresse gekriegt habe, war ja eigentlich, dass wir im letzten Video festgestellt haben, dass der Laser häufiger trifft, beziehungsweise sogar noch wesentlich mehr Schaden verursacht, wenn man zwischendurch, beziehungsweise immer, wenn man abschießt, ganz laut Laser brüllt. Aus Respekt vor meinen Nachbarn werde ich das jetzt hier nicht tun, denn sonst halten mich wahrscheinlich noch verrückter, als ich es eh schon tun. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt hier mal auf normale Art und Weise regeln, ohne dass wir ständig Laser brüllen. Und wir werden sehen, wir machen trotzdem genug Schaden und wir werden auch genug Laser treffen. Ansonsten beschränken wir uns hier in der Mitte gerade mal so ein bisschen aufs Farmen. Aber natürlich jetzt hier ein bisschen Vorteil, weil ich schon einmal in der Base war. Allerdings habe ich natürlich jetzt auch schon hier Schuhe und ein... Die Schuhe hatte ich glaube ich von Anfang an, ich glaube den Durans Ring habe ich mir jetzt danach noch gekauft, genau. Und dementsprechend habe ich natürlich jetzt hier zumindest schon mal ein bisschen Mana Regen am Start und kann deswegen auch ein paar Fähigkeiten zwischendurch mal zum Farmen benutzen. Das geht eigentlich ganz gut. Und ich denke, jetzt werden wir einfach mal hier mit Autotex weiterfahren und auch da ist Victor eigentlich ganz gut ausgestattet. So 67, nee, das geht eigentlich halbwegs ganz gut, aber ihr seht, zwischendurch kann man auch einfach mal so einen Laser da einstreuen und dann ist das Ganze doch ein bisschen einfacher mit dem Farmen. Und gerade so ab Stufe 3 eures Lasers, beziehungsweise wenn ihr dann auch die Erweiterung habt, nämlich mit dem Dot noch hinten dran, dann reicht halt quasi dieser Laser, wenn man ihn durch eine ankommende Minion Wave quasi durchcastet, also jetzt nicht so wie es gerade gesehen hat in diese Richtung, sondern wirklich hier horizontal, vertikal, wie gesagt, diagonal, wie auch immer, die Lane runter, reicht dann auf jeden Fall auch aus, um so eine komplette Wave dann nachher wegzumachen. Ihr seht jetzt nochmal ein Autodeck drauf. Und mittlerweile steht es dann hier farmtechnisch 48-43 für Ari, aber das geht schon ganz gut. Warum ich jetzt hier gerade die ganze Zeit immer die Ansagen von Ezreal höre, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall kriege ich jetzt hier scheinbar erstmal meinen Blue Buff, was natürlich mal ganz gut ist für mich. Und das kann ich ja jetzt schön von der anderen Seite mit meinem Laser nämlich farmen. Und jetzt gehen wir mal trotzdem mal hier um die Ecke, damit ich auch mein Schild noch draufhauen kann. Und ich denke, mit dem nächsten Laser, genau, gehört der Blue Buff dann mir, was mir natürlich jetzt in der Mitte dann doch schon ganz ordentlich weiterhilft. Muss natürlich aufpassen, denn Ari hat jetzt mittlerweile auch hier ihre Ulti am Start. Aber jetzt kann ich natürlich hier meinen Laser immer schön da durchspammen, auch wenn der Dot noch nicht drauf ist.
und dementsprechend dann vielleicht wirklich ein bisschen schneller farmen. So, jetzt habe ich hoffentlich SSMTS gesagt, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall erstmal hier unten nur ein Ward hingestellt. Ich dachte, ich wollte runtergehen zum Ganken, aber das sieht eigentlich gut aus. So, auch hier wieder schön mit dem Laser getroffen. Ari trifft ihren Charme auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend haben wir jetzt auf jeden Fall gerade Schadenssinn jetzt mal einen kleinen Vorsprung wieder rausgeholt. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, das war jetzt eigentlich so die Variante, die ich jetzt meinte. Wenn man dann irgendwie auch halbwegs geskillt ist damit, dann trifft man nämlich auch alle Minions. Allerdings ist es manchmal auch ein bisschen verbuggt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier im Replay auch so ist. Erstens wird der Laser-Weg manchmal nicht ganz korrekt angezeigt. Dann wird auch manchmal, macht er auch nicht an allen Gegnern, die er trifft, Schaden. Das ist manchmal ein bisschen seltsam. Wobei jetzt hier zumindest die visuelle Darstellung scheinbar korrekt ist. Ich mache mich jetzt erstmal hier schleunigst auf den Weg auf die Botlane, denn da ist gerade erstmal hier Kollege Ash ein bisschen in Bedrängnis. Jetzt hier ein bisschen aufpassen. Jetzt komme ich nämlich hier von hinten. Wir gehen jetzt erstmal gerade schön Tower-Diven. Jetzt gehe ich aber hier mal mitten rein. Auch direkt mit meiner Ulti. Die habe ich noch gar nicht vorgestellt. Aber ihr seht, die macht schon ganz ordentlich Schaden. Und das jetzt zumindest, genau, Shin Tsao relativ zügig den Dienst befördern. Ich flashe ihn erstmal nochmal weg. Jetzt kommt allerdings Ahri mit ihrem Spirit Rush hinterher. Trifft auch noch mit ihrer Kugel. Und mit dem nächsten Spirit Rush habe ich es dann leider hinter mir. Allerdings, was ich euch ja jetzt noch eigentlich vorstellen wollte, was ich jetzt gerade gar nicht kann, weil ich überhaupt tot bin. Doch, kann ich doch. War nämlich meine Ulti, das ist nämlich der K-Storm. So, auf jeden Fall haben wir zumindest mal geschafft, Ezreal hier am Leben zu erhalten. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte und was jetzt leider nicht geht, weil er immer wieder in die Directed Camera springt, ist die Ulti von Victor, aber in 10 Sekunden sind ja wieder da und ihr habt sie zumindest gerade schon mal gesehen. Das ganze Ding nennt sich auf jeden Fall Chaos Storm, macht wirklich ordentlich Schaden und silenced sogar die Gegner auch noch. Wenn jetzt erstmal hier die Two-Shot-Barrage schön den Gang runterfliegt, macht auch schon ein bisschen was an Schaden. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt gucken wir mal hier, da haben wir nämlich den Chaos Storm. Wie gesagt, kann ich dann hier irgendwo auf mich oder vor mich knallen oder so, macht dann erst schon mal magischen Schaden beim Einschlag. Silence-Gegner für 0,5 Sekunden. Und zusätzlich kann ich das ganze Ding dann für 7 Sekunden noch lustig durch die Gegend bewegen, also quasi so wie bei Annie's Tippers oder bei anderen Pets oder so, dann halt einfach mit durch erneutes Drücken der R-Taste ja mittlerweile. Und der ganze Chaos-Strom bewegt sich also schneller, je näher sich Victor quasi an ihm dran befindet. Das heißt, wenn er weit weg von euch ist, dann macht er natürlich nicht so wirklich viel Schaden. So, da habt ihr es gerade auf jeden Fall mal gesehen. Hier wieder die Variante. Nämlich habe mittlerweile auch hier meinen Hex-Core ausgebaut. Das ist nämlich jetzt der Augment Death. Und ihr seht, der macht dann 30 zusätzlich magischen Schaden als, quasi als Dot hinten drauf. So, mittlerweile der Enno hier am Blue-Buffer-Knirschen und versucht ja das Ganze zu stealen. Hoffen, dass Ari jetzt hier auch nicht mehr wegkommen soll. Genau, jetzt haben wir zumindest mal den Gegner-Spur auch hier noch schön weggeholt und mit ein bisschen Glück können wir jetzt sogar hier den Enno noch am Leben halten. Das sieht nämlich aus, da habe ich auch den Chaos-Storm wieder gecastet, da seht ihr den, ich lasse ihn jetzt einfach da stehen, weil ich ihn jetzt quasi nicht wirklich brauchen kann in der nächsten Zeit. Und der Enno hat das Ganze sogar überlebt. Und jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei der... Oh, da kommt eine Ezreal-Ulti, die war gar nicht mal so weit weg. Das war wirklich, wirklich knapp. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier meinen zweiten Kill, glaube ich, sogar abgestaubt als Mensch. Oder hatte ich schon, ich glaube, das war jetzt hier nicht der zweite Kill. Und insgesamt dann ein halbwegs guter Teamfight da um Blue. Und wir konnten halt den gegnerischen Blue aufziehen, was natürlich jetzt hier Ari etwas in Rückstand bringt. Und da habt ihr gerade wieder gesehen, einfach den Laser die Lane runter und dann die hinteren Games gehen, soll ich sogar mittlerweile direkt drauf, weil ich jetzt auch schon einen Amplifying Tome hier am Start habe. Und wie gesagt, das Augment Death, das hat sogar, also wie gesagt, immer noch diese 3 AP pro Level, die der Hexcore ja am Anfang schon hatte, und zusätzlich auch noch 45 AP obendrauf, also ist auch ein ganz ordentliches AP-Item. Verkaufen könnt ihr das Ganze allerdings nicht, das ist, glaube ich, jetzt hier bei Rengar da ein bisschen anders, ich glaube, das Teil kann man sogar verkaufen, irgendwie für 1000 Gold oder sowas, weiß ich gar nicht genau. Diesen Hexcore oder halt jetzt auch dieses Augment könnt ihr auf jeden Fall nicht verkaufen und ihr könnt es auch meiner Meinung nach, glaube ich, nicht umtauschen. Das heißt, wenn ihr euch einmal entschieden habt, dann habt ihr euch auch dafür entschieden. Demnach wählt das weise aus. Also ich kenne halt Leute, die das mit diesem anderen Augment spielen, nämlich quasi dem für den Power Transfer. Ich kenne eigentlich auch Leute, die das mit dem lustigen Upgrade für das für das Gravity Field spielen, dann ist nämlich das Gravity Field etwas größer. So, jetzt wollen wir gerade mal gucken, jetzt hier nämlich der nächste Teamfight. Erstmal stirbt der gegnerische Ezreal durch Leona.
aber ich glaube, ihr könnt euch das Slow-Mo wieder raus, denn hier wird jetzt gar nichts mehr passieren. Doch, jetzt kommt nämlich Kollege Hackerim hier noch von oben. Geht aber jetzt, glaube ich, erstmal direkt zum gegnerischen Red Buff. Der ist nämlich auch da, deswegen kann er jetzt auch direkt mal schön stealen. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal in die Hecke. Finden jetzt hier auch direkt Ari. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Kriegt jetzt auch schon ordentlich Schaden. Habe aber meine Ulti wieder am Start, die jetzt hier auch direkt mal schön draufkommt. Ich hoffe, mein Team kommt jetzt hier gleich auch noch an den Start. Da seht ihr auch gerade das Gravity Field. Wir sind hier bis auf mein Ari auch gerade noch schön gestunt und mein K-Storm geht einfach hinterher jetzt die ganze Zeit und mit dem Laser gehe ich auch noch drauf und kann dann Ari so auch noch wegholen. Das war jetzt hier quasi im Endeffekt sogar ein 2 gegen 1. Ezra hat zwar noch einen Assist bekommen. Aber ich vermute, wir werden jetzt hier auch mal die gute Sona noch Tower Dive, so sieht es nämlich aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich sogar noch einen Assist bekommen. Ja, ich glaube, der Laser hat noch getroffen und dementsprechend gibt es dann sogar noch einen Assist für mich. Kill geht an Ezreal und Leona bzw. Lars portet sich jetzt erstmal wieder zurück. Das heißt mittlerweile hier doch ein sehr deutlicher Vorsprung. 11 zu 15 gerade, die Botlane wird hier schon ganz ordentlich abgefahren. Und ich, genau, ich glaube, ich gehe nämlich jetzt auch mal direkt zurück in die Base. Und wir sind mal gespannt, was wir uns jetzt hier kaufen in der Base, denn wir haben mittlerweile wieder 700 Gold akquiriert. Wir kaufen uns gar nichts, außer ein Ward, glaube ich, weil nicht genug Geld. Aber gut, wir gehen jetzt direkt zum Blue Buff, denn mein Alter, der geklaute, glaube ich, von ihm, ist jetzt wieder ausgelaufen und unserer ist wieder da. Dementsprechend nehmen wir den natürlich gerne mit. Und ja, ich würde sagen, nach diesem Buff gehen wir dann auch direkt mal auf die Directed Camera, damit wir dann auch noch ein bisschen was vom eigentlichen Spiel hier mitbekommen. Das war nämlich, glaube ich, das habe ich ja gerade kurz schon mal erwähnt, was ich gerade bei dem Gravity Field nämlich nicht gesagt habe. Da ist also die Hexcore-Erweiterung, also quasi das Augment Gravity oder wie es dann auch immer heißt, dass eben die Reichweite von diesem Gravity Field erhöht ist. So, da habt ihr gerade auf jeden Fall mal wieder den Laser gesehen, auch wenn ich jetzt hier nicht alle, sondern nur zwei dahinter getroffen habe. Aber ihr seht auf jeden Fall, die gehen dadurch schon relativ zügig instantan kaputt. Jetzt wird es hier wahrscheinlich wieder spannend, denn es steht hier mal der Kollege Shinsao in der Hecke, der kann aber gerade noch dem Stun von Leona da ausweichen. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, denn jetzt kommen auch noch Ezreal und Sona von unten. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir mal auf die Directed Camera und die führt uns zunächst mal auf die Botlane. Während hier allerdings das gegnerische Team scheinbar versucht, den Dragon zu machen, beziehungsweise jetzt erstmal wieder mit vier Mann unten auf der Botlane ganken geht. Das könnte jetzt interessant werden. Ich glaube, ich bewege mich jetzt auch mal so langsam von der Mitte wieder runter. Aber scheinbar passiert da doch erstmal nicht, weil das gegnerische Team auch jetzt ja genau dieselbe Vision hat wie wir eigentlich da. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass wir das auch sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal wieder hier zurück auf der Toplane, wo sich, glaube ich, einfach der gute Shen und der gute Joy die ganze Zeit gegenseitig hin und her harassen, ohne dass da großartig was bei rauskommt. Jorik allerdings hier schon interessanterweise mit einem F-Sword, habe ich so auch noch nicht gesehen, und vor allem mit einem Chalice of Harmony auch noch, natürlich für ihn ganz gut mit dem Mana-Regen, dann kann er seine Guns quasi die ganze Zeit schön durch die Gegend spammen. Ja, ihr merkt schon, auch die Directed Camera ist hier gerade sich hier nicht wirklich schlüssig, wo sie hingehen soll. Jorik auf jeden Fall natürlich oben gut am Pushen, vom Farm her ist er auch da, ja, den Shen mittlerweile weit voraus. Ich bin da etwas schlechter unterwegs, 10 CS hinter Ari, aber ich denke, das dürfte sich gleich auch wieder regulieren. Vor allem, ich habe auch schon 3 Kills abbekommen. Ari bis dato erstmal nur einen. Jetzt könnte es hier wieder interessant werden. Jetzt gehen wir erstmal Hackerim. Das könnt ihr auf der Minimap so ein bisschen verfolgen. Hackerim und meine Wenigkeit hier in den Gegner gegangen. Ich habe, glaube ich, auch gleich mal einen Ward dahingestellt. Und jetzt geht Hackerim so langsam Richtung Botlane. Das heißt, da könnte vielleicht auch wieder ein Gank anstehen. Da muss natürlich jetzt aufpassen, denn hier scheinen auch gerade Ari und Shinsao in eben jene Richtung unterwegs zu sein. Und deswegen gehe jetzt auch ich mal wieder in die Hecke da oben. So, und jetzt wird es nämlich hier lustig, jetzt direkt schön der gute Hackerim rein, jetzt mit seiner Ultia noch oben drauf. Jetzt kommt zwar noch Shen von oben, aber ich hoffe, genau, ich knall mal eben noch meinen Chaos Storm drauf, damit nämlich der gute Shen jetzt hier auch gar nicht rauskommt. So, jetzt gehe ich allerdings hier oben, ich weiß gar nicht, warum jetzt die Kamera da weggeht. Auch gerade noch komme ich auch noch glücklicherweise gerade so weg, das haben wir jetzt hier leider ein bisschen verpasst. Genau deswegen ist die Kamera runtergegangen. Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall hier nochmal alles an. Denn das war hier gerade ziemlich knapp, würde ich sagen. So, nochmal
15 Sekunden in etwa zurück und dann genau, jetzt geht's nämlich hier unten los. Jetzt geht nämlich erstmal hier schön die ganze Ulti-Fire los. Ich stehe natürlich nicht da. Jetzt kommt allerdings Shen hier von oben, deswegen knall ich direkt mal noch meinen Chaos Storm da drauf, um das Ganze hier relativ zügig zu beenden. Hangarim kann das Ganze dann ja über seine Rampage quasi beenden. Jetzt gehe ich hier allerdings erstmal noch mitten drauf. Mein Chaos Storm ja auch immer noch an Ari dran. Tinker allerdings hier dummerweise die ganze Zeit in den Tower, was natürlich jetzt hier nicht so wirklich gut ist. Jetzt kommt allerdings noch die Ulti von Yorick. Glücklicherweise kann ich mich da gerade noch so durchflashen und ich denke, einen weiteren Hauttower hätte er nämlich überhaupt nicht überleben können hier. So auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Jetzt hat sich erstmal hier Yorick, beziehungsweise die Yorick mit Ulti über die Wand geflasht. Allerdings vermutlich wird er hier nicht mehr hinter Ari, der kommt hier mit ihren Spirit Rushes da doch relativ zügig unterwegs ist. Ja, und währenddessen hat unten auf der Botlane, was wir jetzt halt leider nicht mitgekriegt haben, der gute Lars den gegnerischen Ezreal mal wieder frisch gemacht. Und jetzt hier in der Mitte gerade noch ein bisschen Action unterm Tower. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich denke auch, das dürfte sicher noch ganz gut ausgehen. Der Enno tankt den Tower und dann wird hier Sona auch noch ins Reich der Toten befördert. Zumindest erstmal temporär. So, ich habe mich auch erstmal zurück in die Base wieder zurückgezogen, habe jetzt auch mal noch einen Blasting Wand mitgenommen, das sieht also hier schon relativ verdächtig nach einem Wireless Crystal Scepter aus, natürlich auch gar nicht so schlecht, weil ihr einfach schon mal die Reichweite von eurem Laser habt und wenn ihr damit dann einen Gegner trefft, dann habt ihr natürlich schon mal den Slow drauf und könnt dann entsprechend hinterhergehen, also gar nicht, glaube ich, so ein schlechtes Item, ich weiß aber nicht genau, vielleicht habe ich den Blasting Wand auch eben aus anderen Gründen gekauft, ich weiß nicht. Gut, wir nutzen jetzt auf jeden Fall mal die Zeit, wo das gegnerische Team erstmal vom Spawn wieder zurückkommen muss, um hier relativ zügig den Drachen zu schlachten. Das dürfte jetzt auch relativ uncontested über die Bühne gehen. So sieht's aus und jetzt geht's zurück in die Mitte, um da ein bisschen weiter zu farmen, denn Ari hat da mittlerweile schon wieder ganz ordentlich vorgelegt. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall hier den Vorteil, dass der Tower down ist, der Bot Tower liegt auch schon in Schutt und Asche. Und dementsprechend sind wir natürlich auch goldtechnisch momentan noch etwas weiter voraus und auch killtechnisch sieht es natürlich hier wirklich gut aus. Dann noch ein Schild, ich weiß gar nicht, genau, jetzt fange ich nämlich auch so langsam hier mal wieder an, die Geister noch mit wegzufarmen oder die Hexen oder was auch immer. So, da muss man halt auch ein bisschen zielen, da habt ihr das glaube ich gerade noch so grob gesehen, wenn man das hat und geschickt da durchschießt, dann kann man immerhin drei von diesen Viechern treffen, das ist schon mal ganz gut mit einem Laser. Und den Rest muss man dann halt mit Autotext oder eben mit dem Power Transfer regeln. Aber ansonsten jetzt hier in der Mitte erstmal gegen 3 und ihr seht, das ist eigentlich ganz gut, denn aufgrund der Reichweite könnt ihr da natürlich ohne Probleme farmen. Und was ihr jetzt gerade hier gesehen habt, auch ganz gut, wenn ihr mal so eine Miniwave vom Tower entfernt weg noch ja, farmen wollt. Wenn, glaube ich, hier unten auf der Botlane die Feier losgeht, das wird jetzt interessant. Aber ich vermute, die werden sie jetzt hier nicht mehr kriegen. Ich denke, die kommen da beide noch weg. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und genau, der Blasting Wand war, der Amplifying Tome war scheinbar erstmal hier nur ein bisschen fake. Wenn jetzt hier der Enno einfach mal hier mitten reingeht in 5 Leute, bin auch einfach mal bescheuert, denn die sind hier wirklich komplett unten vertreten. So, jetzt geht Leona auch noch mitten rein, macht auch schon ordentlich Schaden, da kommt eine sehr gute Ulti. Jetzt müsste gleich noch ein bisschen was an Schaden kommen. Ich komme jetzt glücklicherweise auch hier oben so langsam mal wieder Richtung Botlane. Esra kann auch schon ein bisschen was an Schaden machen. Leona kommt auf jeden Fall erstmal hier noch weg. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich stelle auch direkt erstmal noch ein Gravity Field hin. Genau, das ist halt auch immer ein ganz gutes Tool zum Zonen. Allerdings jetzt der Enno hier unten allein gegen 5. Das könnte jetzt spannend werden. Deswegen auch schleunigst hier mal wieder alle Mann rumgedreht. Beziehungsweise der Lars zieht sich dann doch lieber erstmal zurück. Enno auch mittlerweile hier unten mit seiner Ultimate unterwegs, um noch zumindest noch ein bisschen was an Schaden auszuteilen. Die Ezreal-Ulti trifft sehr gut den gegnerischen Ezreal. Der ist ja auch sehr, sehr low. Muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier wieder zurückziehen. Jetzt kommt auf jeden Fall, denke ich, gleich mal ein Laser hier mitten durchs gegnerische Team. Macht auch schon ordentlich Schaden. Der nächste Ezreal trifft dann beziehungsweise mein Chaos Storm, tötet dann Shin Zhao, macht jetzt auch schon hier ordentlich Schaden. Wir versuchen natürlich jetzt erstmal hier noch Sona beziehungsweise gegnerische Ari rauszugucken, die allerdings auch schon ordentlich Schaden austeilt. Mein Chaos Storm gerade noch hier fast einen Kill an Shen geholt. Aber jetzt sieht er eigentlich ganz gut aus. Last Flash ist erstmal noch über die Wand. Jetzt hier sehr schön Ulti von Hecarim. Wäre gut gewesen, wenn er die vorher mal gemacht hätte. Wusste man gar nicht, dass er die überhaupt noch hat.
Aber ich denke, Ari wird jetzt hier auf jeden Fall noch wegkommen. Hagrid kriegt auch direkt mal noch ein Ignite aufs Gesicht gedrückt. Aber jetzt sind wir zumindest hier mit im Endeffekt 4-2 Kills für unser Team aus dem Fight wieder rausgegangen. Was jetzt, glaube ich, ganz okay war. Auch vom Fokus her, wir konnten zumindest dann, beziehungsweise ich konnte mit meiner Ulti dann da Xin Zhao relativ schnell wegholen. Leider war ja die Ezreal Ulti schon vorher rausgegangen. Dementsprechend hatten wir die natürlich jetzt hier nicht mehr zur Verfügung. Aber das kann ich euch jetzt schon mal darauf vorbereiten. Da werden wir gleich eine sehr schöne Kombination sehen. Und ja, die beiden Ultis kombiniert machen dann auch schon ganz ordentlich Schaden. Das kann ich euch versprechen. Denn wenn wir uns hier mal kurz das Ganze angucken. Ich habe hier 290 AP. Und das Ganze geht also irgendwie so mit einem Faktor 0,6 ungefähr in meine Ultimate ein. Und das nur beim Initialschaden, auch danach, da knallt noch ordentlich was rein, das ist nochmal ungefähr ein Viertel. Dann quasi jede Sekunde. Und das heißt, da kann ich schon ganz ordentlich Schaden machen. Und, aber wie gesagt, der Initialschaden ist dann eigentlich doch am höchsten und kann halt, wie gesagt, auch zu sehr schönen Kombos da kombiniert werden. Ansonsten, ja, Farm habe ich jetzt ja auch ein bisschen wieder aufgeholt. Generell ist unser Team auf jeden Fall hier im Farm besser als das gegnerische Team. Gerade unser Jungler hat natürlich hier knapp 40 CS Vorsprung vor dem gegnerischen und halt auch 5-0 Kills. Der gegnerische ist auch 0-5, das sagt doch schon einiges. Na gut, jetzt hier wieder Two-Shot Rush auf die Botlane. Verfehlt leider beide, deswegen können sie erstmal wieder weiter zurückporten. Aber ich denke, der Tower wird auf jeden Fall hier mal noch nicht fallen. Sonst gucken wir mal, wo uns die Directed Camera erstmal wieder hinschickt. Und zwar zurück auf die Top-Lane zum Duell Yorick gegen Shen. Aber da jetzt hier gerade nicht so viel passiert, wird hier erstmal die Aufnahme wieder. So, weiter geht's bei Kollege Xin Zhao, der jetzt mal langsam anfängt hier seinen eigenen Jungle zu clearen. Oben wieder Harassment-Duell Deluxe zwischen Shen und Yorick, und man sieht halt auch überhaupt gar nicht, ich glaube, die verlieren beide immer gleich viel Leben. Das heißt, die prügeln jetzt hier so lange aufeinander ein, bis irgendeiner stirbt. Momentan sieht das hier ganz gut aus für Shen, vor allen Dingen, weil jetzt hier von unten noch eben meine Wenigkeit und der gute Hickering kommen, und dann geht einfach ein Laser mitten durch und kann dann das Schicksal von Shen besiegen. So, jetzt wird ja längst wieder interessant. Sehr schönes Duell jetzt hier, beziehungsweise eigentlich kein Duell im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eigentlich nur ein Abfarmen von Kills. Und sehr schön der Leonas dann hinterher noch auf Sona, und dann hat der Ezreal natürlich überhaupt keine Probleme mehr, Sona dann auch da ja wieder auf kleiner 0 HP runterzubekommen. Auch hier sehr schön mal zu sehen, mit dem Laser könnt ihr natürlich auch durch und über Wände harassen. Da habe ich gerade Ari getroffen, ihr seht, mittlerweile mache ich da schon ganz ordentlich Schaden, denn auch der Laser skaliert, glaube ich, ganz gut. Mit AP, ja, nämlich hier so knapp, ja, 0,7 würde ich sagen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ich damit treffe, mache ich auch immerhin schon mal locker 500 Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Und wie gesagt, dann immer noch 30% hinten drauf, also nochmal so 150 Schaden. Dann als Dot, das ist auch schon ganz ordentlich. Da habt ihr es gerade mal gesehen, wie wir mit dem Laser dann halt richtig farmen. So, interessant wird allerdings jetzt gerade hier unten. Ich glaube, da hat sich aber dann Leona eher für Ezreal geopfert. Denn die sind da quasi in einen 5-Mann-Gank reingelaufen. So, die Ezreal Ulti zeigt zumindest auch, glaube ich, hier nochmal, wo der Last jetzt hier unterwegs ist. Aber ich denke, der wird es jetzt hier auf jeden Fall noch bis zum Tower schaffen. Jetzt geht dann hier wieder der Endo wieder einfach mitten rein. Mein Gott, der ist halt Yorick, ne? Aber gut, ich komme jetzt auch mal von oben, kann immerhin noch meine Laser einmal dadurch schießen. Die Ezreal Ulti trifft leider nur so halb. Müsst jetzt hier aber auch ein bisschen aufpassen, denn wir sind jetzt hier natürlich nur zu viert unterwegs. Ich setze auch erstmal noch einen Gravity einfach zum Zonen. Ich stelle gerade mal fest, dass das hier auch lustig blinkt. Da auch gerade wieder sehr schöner Laser über die Wand. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir ein bisschen was am Schaden aushalten. Ezreal leider mit super wenig Mana unterwegs. Ihr habt eigentlich noch ein bisschen mehr. Auch hier wieder, ihr seht einen Laser, und Zona hat mal locker 50% Leben verloren. Jetzt hier geht der gute Simon einfach mal mit seiner Ulti mitten durch, und ihr seht, der Chaos Storm einfach mal drauf. Kann zwar schon ordentlich sein, sie stehen auch jetzt hier gut in meinem Gravity Feed drin. Ihr seht,
bisschen Stun, kann man wirklich natürlich auch hier konstant den Schaden austeilen. Jetzt geht auf jeden Fall der Shinsawa erstmal drauf durch Ezreal. Enno jetzt leider ja fast schon rot ist, aber er mit seiner Ultimate hier noch unterwegs. Das heißt, wir können jetzt einfach lustig weiter. Chase Leona jetzt mittlerweile auch wieder da. Flasht sich direkt mitten rein, trifft leider mit dem Sinn vielleicht nicht ganz, aber wir können jetzt hier, denke ich mal, erstmal den guten Shen noch wegwischen. Machen jetzt erstmal ordentlich Schaden auf Ari. Die kriegt auch hier schon richtig viel Schaden durch meinen Dot noch. Kommt allerdings noch im letzten Moment der Heal von Sona. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kriege richtig viel Schaden von Ezreal. Schafft aber immerhin noch hier in meinem Gravity Beat quasi zu stunnen. Und in diesem Zeitraum kann ihn dann der Lars wegholen. Und ja, mit ein bisschen Glück überlebt jetzt leider hier Ari das Ganze hier unten noch. Die hätte eigentlich sterben sollen. Das wäre eigentlich auch ein ganz guter Fokus gewesen. Auf jeden Fall stirbt aber Shen hier oben noch. Der hat der gute Enno wieder noch runtergebügelt. Die beiden hatten auf jeden Fall Spaß hier. Shen gegen Yorick. Wobei es momentan auch eher relativ deutlich für den Enno, relativ deutlich steht. 2-2-1-4. Aber auf jeden Fall, ist bis jetzt, glaube ich, der gute Enno da immer als Sieger aus diesen direkten Duellen hervorgegangen. Und wenn nicht, dann war ja auch immer noch das Team da. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal in der Zwischenzeit hier Dragon. Das kann uns jetzt auch im Endeffekt keiner mehr verhindern. Und dementsprechend sind wir natürlich jetzt hier weiter im Gold davongezogen. Mittlerweile 10.000 Vorsprung. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich glaube, jetzt kommt nämlich gleich noch ein lustiger Israel-Ojan-Flug, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, scheinbar doch nicht. Ich hatte nämlich gedacht, ich hätte mich irgendwann mal hier zurückgeportet und da wäre eine Israel-Ulti ungefähr 5 cm neben meinem Kopf hergeflogen und ich hatte da auch nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Aber gut, mittlerweile auf jeden Fall jetzt hier Robertons Deathcap, auch fertig auf Victor. Und dazu den Hexes Revolver, das ist natürlich auch ganz gut, um ein bisschen Sustain zu haben. Dann kann man halt dann durch seine Spells sich auch im Notfall mal wieder ein bisschen hochfarmen. Und gerade Victor, der macht zwar auch schon einen ganz ordentlichen Burst-Schaden, gerade auch mit seiner Ulti und dann halt mit Laser und Power Transfer. Aber man kann natürlich auch dann zwischendurch mal ein paar HP wieder ganz gut gebrauchen. Blubuff ist auch wieder da. Ich denke, den werde ich mir jetzt aber mittlerweile auch gut alleine holen können. Und dann wird es, denke ich, gleich nochmal Zeit für einen richtig lustigen Teamfight, würde ich sagen. Ich mache jetzt erstmal hier Blubuff, genau. Die beiden gehen erstmal in die Mitte zurück, um da weiter zu farmen. Großartig, ich muss jetzt die Originalinie haben. Und ihr seht hier, mit zwei Blues zieht der Niederlimmer eben ein Drittel ihrer kompletten Lebenspunkte ab. Das heißt, der macht da schon ganz gut Schaden. Und das ist natürlich jetzt hier der Vorteil. Also er hat jetzt auch Sheen und Fade schon fertig. Shen allerdings jetzt hier vorzeitig erstmal auf Trinity Force zu gehen. Auch eine sehr interessante Variante. Jetzt könnte es hier wieder interessant werden. Blue ist zwar leider schon weg, aber wir rennen jetzt hier gerade, beziehungsweise nicht wir, sondern in dem Fall erstmal nur Hackerin und Leona so ein bisschen durch den gegnerischen Jungle. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt hier gleich so passiert. Jetzt könnte es nämlich hier gleich wirklich wieder interessant werden. Genau, jetzt geht nämlich der Enno hier mal direkt mitten rein. Ich laufe direkt mal ein sehr schöner Stun von Leona. Kommt die Ezreal Ulti auch noch mitten durch, trifft leider nur die Mindestversion. Ezreal trifft sie noch ein bisschen. Jetzt haben wir allerdings hier den guten Shen erstmal noch ein bisschen out of position gefunden. Gehen das auch direkt drauf. Der kann allerdings mit seinem Dash erstmal durch die Wand wieder verschwinden. Und da hat sich, glaube ich, die Situation relativ schnell wieder aufgelöst. Das heißt, war zwar eigentlich ein ganz guter Engage, aber wir haben zumindest, glaube ich, einige Flashes beim Gegner verbrannt, nämlich genau. Sona ist auf jeden Fall weggeflasht. Und Ari hat auf jeden Fall ihren Flash auch noch auf Cooler, genauso wie Shen. Ja, der Enno jetzt hier unten einfach mal wieder fünf Leute da im Schach am Halten, sodass wir in der Mitte auf jeden Fall mal ganz gut durchpushen können. Und ihr seht, ein Laser von mir und Ezreal ist quasi weg. Jetzt wird es hier unten wieder ein bisschen spannend. Da geht nämlich erstmal der gute Hackerim noch ein bisschen aggressiver auf Shen oder gegen Shen zu Werke. Währenddessen können Ezreal und ich natürlich in der Mitte eigentlich ganz gut durchpushen, aber ich vermute, jetzt hat sich die Situation erstmal wieder geklärt hier. Das Gegner-Team auch komplett unterwegs. Leona vor allem jetzt auch gerade auf der Top-Lane. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Jetzt ziehen wir uns jetzt aber auch hier, denke ich, erstmal wieder zurück. Haben wir aber immer noch so ein bisschen Ward-Coverage hier. Da in der Hecke steht auf jeden Fall auch keiner mehr. Und dementsprechend löst sich dieses Ganze jetzt erstmal hier wieder ein bisschen auf. Wir gehen, glaube ich, jetzt gleich auch mal in den Jungle ein bisschen farmen. Beziehungsweise direkt in die Mid-Lane wieder runter. Und ich denke, jetzt kommt auch nochmal hier ein sehr schöner Laser mitten durch. Ja, ihr seht, eigentlich hätte ich da die Creeps auch wieder treffen müssen. Ich weiß nicht genau, warum das manchmal geht und manchmal nicht. Jetzt war der Enno hier kurz schon bei AFK, warum die Kamera ihn jetzt hier für so interessant hält, ihn dabei filmen zu müssen, weiß ich nicht genau. Aber jetzt geht, glaube ich, erstmal Ezreal wieder runter
auf die Botlane, um da die Wave weg zu farmen, wenn da kommt eine ganz ordentliche an und wir wollten ja unseren Tower dann doch noch nicht verlieren. Bis jetzt auch eigentlich hier ganz ordentlich unterwegs, kein Tower, ja, quasi weg. Und warum die Direction Camera die ganze Zeit auf Yorick hängt, weiß ich nicht genau. Allerdings sollten wir uns jetzt hier mal wieder langsam Richtung Wardlane bewegen, denn wir haben ja gerade gesehen, durch unsere gutes Ward-Coverage, dass das blaue Team hier fast geschlossen ja in der Gegend um Dragon sich aufhält. Jetzt müssen wir allerdings mal schleunigst uns Richtung Top-Lane bewegen, denn da ist der gute Shen hier ein bisschen am Pushen und ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig kommen werden. Ja, zumindest nicht mehr für Shen, aber vielleicht können wir zumindest den Tower noch retten. Das ist natürlich optimale Tier für den Laser einfach mittendurch und ja, der ganze Farm gehört mir. Habe mittlerweile im Farm auch Ahri wieder überholt. Das heißt, da bin ich jetzt hier schon ganz gut unterwegs. Sona mit Archangel Staff. Ich glaube, da hat jemand mein Let's Play auch von dem Ranked Game damals gesehen, wo ich da mit Sona irgendwie mit 10-0 rausgegangen bin oder so. Da habe ich nämlich, glaube ich, auch mit Tier of the Goddess und Archangel Staff gespielt. Generell natürlich gar nicht doof, der Gedanke halt aufgrund des, ja, der großen Mana. Benutzung von Sona, dadurch, dass sie halt ihre Abilities einfach die ganze Zeit so durchspammen kann. Und ja, da das gegnerische Team jetzt hier keine Wards mehr in der Gegend hat und sich scheinbar auch gerade hier nicht wirklich dafür interessiert, haben wir uns doch mal spontan dazu entschlossen, eben Kollegen Baron zu machen. Und wie ihr seht, das gegnerische Team kriegt davon überhaupt nichts mit, haben natürlich auch hier relativ wenige Wards überhaupt stehen, beziehungsweise hat der Lars, sag ich schon, Simon, die gerade eben auch schon weggemacht. Und ja, jetzt wird wahrscheinlich das gegnerische Team gerade mit Erschrecken feststellen, dass wir Baron gemacht haben. Und auch wenn sie jetzt hier dann ihren ersten Tower, nämlich unseren Bot-Tower, zerstören können, sollten wir jetzt wahrscheinlich auch wenige Probleme damit haben, dafür ihren zweiten Mid-Tower einzureisen. Der Simon geht auch, sag ich mal, vor als Leona und tankt das Ganze hier, bis die Minions dann am Start sind. Und ihr seht, da können sie jetzt momentan erstmal nicht viel gegen machen. Die Ezreal-Ulti waren natürlich jetzt hier ein bisschen übertrieben. Ich weiß gar nicht, Shinsao auch immer noch auf der Botlane. Der hatte gerade mal kein großes Bedürfnis, da was auszurichten. So, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, die Ezreal-Ulti. Aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen was an Farm abgestaubt. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall noch alle erstmal zurück Richtung Base, zumindest mehr oder weniger nach und nach, um auch unser Geld jetzt von Baron zum Beispiel wieder auszugeben. Ich habe auch schon wieder 1800 hier am Start. Das wollen wir mal gucken. Jetzt dürfte Kollege Shinsao, denke ich, hier wahrscheinlich auch nicht mehr wegkommen. Er möchte zwar jetzt hier ganz dringend noch den Bot Tower wegpushen, allerdings dürfte das jetzt hier nicht mehr so einfach gelingen, vor allem weil Ezreal jetzt ja auch schon richtig Schaden macht und ich vermute, ich werde da gar nicht mehr dazu kommen, mit dem nächsten Autosick hat er nämlich schon erlegt im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt leider hier der Enno ja, gegen Ahri und gegen Sona stirbt, was er da vorne vorhatte, kommt zwar jetzt mit seiner Ulti nochmal wieder, aber wird wahrscheinlich jetzt hier nicht genug Schaden drücken können, auch weil Shen dann noch kommt und ihn ja, tauntet. Und dementsprechend ja, geht dann auch die Ulti einigermaßen ohne großen Nutzen über die Bühne. So, ich jetzt hier mit dem Will of the Ancients, bin zwar eigentlich so mehr oder weniger der einzige AP-Caster, aber gut, trotzdem natürlich ordentlich AP auf dem Item und halt noch 20% Spellvamp obendrauf. Das hilft dann meistens schon ganz gut. Währenddessen macht jetzt hier mein Team auch direkt den zweiten oder dritten Dragon in diesem Spiel für uns. Den haben wir, glaube ich, auch alle bekommen. Mittlerweile auch unser 10.000 Gold Vorsprung immer noch am Bestehen. Ich denke, wir werden jetzt hier auch direkt mal nachwarten, beziehungsweise Leona wird nachwarten. So, erstmal noch hier schön ein Ward im Busch. Beziehungsweise, ja, genau. Allerdings konnte sie das leider das andere Ward erstmal nicht sehen. Und den Red Buff klauen wir jetzt an dieser Stelle auch erstmal noch. Und jetzt wird, glaube ich, gleich nämlich wirklich nochmal richtig lustig. Da könnt ihr euch auf eine sehr schöne Wombo-Kombo freuen. Denn, jetzt haben wir hier unten gleich mal wieder einen lustigen Teamfight anstehen. Ezreal zwar unten auf der Botlane, aber jetzt geht hier Hecarim schon mal so langsam Richtung Gebüsch quasi. Und ich mache schon mal direkt hier die super Slow Motion an, denn ansonsten kriegt man das überhaupt gar nicht richtig mit. Wir gucken uns das gleich auch nochmal in Realgeschwindigkeit an, damit wir das mal reinziehen können. Jetzt auf jeden Fall hier zwei Gegner schon mal in der Hecke. Ahri auch noch und jetzt denke ich, wird Hecarim nämlich auch direkt mal drauf gehen. Genau, Sona hier auch sehr aggressiv
unterwegs. Ich glaube, jetzt kommt nämlich gleich auch die Ulti. Sona flasht auch direkt schon mal quasi durch die Gegend. Jetzt kommt gleich die Hackerim-Ulti hier oben. Angeflogen, trifft zwar leider keinen mehr, aber kann zumindest dafür sorgen, dass das Team hier schon mal komplett umgruppiert ist. Jetzt kommt von hier unten die Ezreal-Ulti angeflogen. Geht ihr auch mitten durch alle durch. Trifft vor allen Dingen Ezreal auch richtig schön, macht richtig Schaden. Und genau jetzt, boom, kommt nämlich mein Chaos Storm von oben angeflogen. Die Sona-Ulti, Leona-Ulti trifft auch noch richtig. Und ich kann mit meiner Ulti da einen richtig schönen Double-Kill quasi abstauben. Und ihr seht, allein diese Kombination hier war doch schon relativ zügig hintereinander. Ich vermute mal, Ari wird jetzt hier hoffentlich auch noch sterben. Nee, scheinbar nicht. Aber ich denke, Shen wird jetzt hier nicht mehr wegkommen. Genau, den haben wir auf jeden Fall noch daran gehindert. Auf jeden Fall jetzt hier, ja, nahezu Clean Ace. Shen Zhao war leider gar nicht da, aber Ari auf jeden Fall hier super low. Oh, Shen hat sogar auch noch geschafft. Das heißt, die beiden überleben hier wirklich noch mit 5 HP. Aber natürlich generell ziemlich egal, weil wir jetzt einfach hier munter durchpushen können. So, jetzt, dafür sind immer noch 0,5 Geschwindigkeit. Das heißt, jetzt nochmal das Ganze in, ja, nahezu Realgeschwindigkeit. Das heißt, das wird jetzt hier relativ zügig. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier unten so langsam angekommen. Ich denke, Ezreal geht jetzt Richtung Botlane, genau. Das heißt, wir kopieren uns jetzt erstmal hier wieder in der Mitte. Das gegnerische Team zieht sich auch eigentlich erstmal noch ein Stückchen weit zurück. Leona aber schon relativ aggressiv hier unterwegs. Jetzt vier Leute in der Mitte. Ich glaube, Shen Zhao verabschiedet sich dann gleich erstmal nach oben. Jetzt sieht es auch so aus, als wenn sie erstmal wieder ein Stück zurückpushen können. Jetzt dreht aber Hackerin erstmal ab Richtung der gegnerischen Race, die er jetzt auch direkt mal, glaube ich, da noch in Angriff nimmt. So, jetzt sind aber drei Leute im gegnerischen Team hier in der Hecke. Zone auch. Jetzt kommt nämlich gleich die Hackerin-Ulti, hier mitten durchtrifft. Leider nicht so genau. Jetzt kommt von unten die Ezreal-Ulti angeflogen. Geht mitten durch mit meinem Chaos Storm und ihr seht, kann das Programm das überhaupt gar nicht auflösen, wie das dann so weggeht. Und ja, im letzten Moment kam dann wirklich noch der Teleport von Shen. Ich habe glaube ich sogar noch meine Gleiter drauf gedrückt. Aber ihr habt gesehen, das war ja Wombo-Kombo Nummer 17 oder so. Man kennt ja eher hier so Katos Nunu oder andere Sachen. Auf jeden Fall Ezreal. Ezreal Victor kann auch ganz ordentlich drücken, muss ich jetzt an dieser Stelle mal feststellen. Und ja, jetzt werden wir einfach hier auf allen Lanes weiter pushen. Jetzt kommt zwar der gute Shen noch angeflogen, aber ich vermute, er hat jetzt auch keine Chance mehr. Ari auch direkt richtig schön gestunt in meinem Grab-Speed. Man könnte Ezreal sich wieder quasi auch noch ja, ins Jenseits befördern. Ja, mein Team ist eigentlich Leona und Yorick beschäftigen sich dann hier eher ein bisschen mit Kollege Shen, aber wir können jetzt hier ohne Probleme einfach mal weiter durchpushen. Ich denke, ich werde gleich immer noch ein Gravity Field zum Zone hinstellen, genau. Da fällt der erste Tower dann auf jeden Fall. Der Enno gerade hier unten einfach nur noch ein bisschen am Trollen da. Ich mache auch noch ordentliche Schaden, glaube ich. Der muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Er stirbt zwar jetzt leider noch durch die Zone, aber kommen allerdings jetzt hier noch die Yorick-Ulti. Kann er aber jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr genug Schaden machen, vor allem unsere Minions jetzt hier oben schon auf den Nexus anzubringen. Und ja, dann ist das Spiel quasi auch vorbei. Ich habe es dann am Ende nochmal geschafft zu sterben, aber war das Spiel da ja schon gelaufen. Und ihr seht auch hier vom Farm her am Ende ganz gut dabei. 219, nur unser Ezreal mit 225 da noch besser unterwegs. Hat auf jeden Fall seinen Lane-Gegner hier unten outgefarmt, genauso wie ich auch die gute Ari und ich vermute auch Yorick. Na okay, die beiden waren ziemlich gleich, allerdings waren die am Ende ja eh nur noch durch die Gegend am Rennen und gerade der Enno war einfach dann mal gegen 5 Leute unterwegs und konnte dann natürlich dann nicht so viele CS machen, was jetzt hier Shen Zhao da oben wollte. Ich weiß nicht, ob er ein Base Race machen wollte, ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben wir doch jetzt hier relativ deutlich gewonnen am Ende mit 28-11. Und ja, das gegnerische Team auch nicht wirklich weit in unsere Verteidigungslinien hier vorgedrungen. Gucken wir uns eben noch das Itembild an auf Victor. Wie gesagt, ich spiele ihn immer mit diesem Augment Death, einfach nur, weil halt dann dieser lustige Laser, mit dem man halt zwar ein bisschen Skill braucht, aber nach ein, zwei Spielen hat man es eigentlich ganz gut raus, wenn man den setzt, dann halt wirklich noch 30% zusätzlich magischen Schaden macht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal angucken, mittlerweile durch meine ganzen Items knapp 500 Schaden allein durch den Laser und dann nochmal ein Drittel hinten drauf. Das heißt, da sind wir dann irgendwie sowas bei 650 Schaden, den ihr damit dann an einem Gegner schon macht. Das ist schon ganz, ganz ordentlich und auch der Chaos Storm mittlerweile Initialschaden bei knapp 600 und dann nochmal 150 oder 160, 170 sogar jede Sekunde obendrauf, wo man quasi dumm genug ist, daneben stehen zu bleiben. Power Transfer natürlich auch mittlerweile wirklich ganz gut, macht auch immerhin 500 Schaden und gibt mir dann sogar noch ein Schild für 150. Das Gravity Field macht natürlich keinen Schaden, aber halt ganz gut zum Zonen.
Und natürlich, das war, was ich ja glaube ich am Anfang auch nicht erwähnt hatte, der Slow auf dem Gravity oder in dem Gravity Field geht natürlich mit jedem Level, den ihr, oder mit jedem Rang, den ihr den Spell nach oben bringt. Auch weiter nach oben. Ja, wie gesagt, Items, Hexcore, Augment zu Augment Death hatte ich gesagt. Dann, ja, Willock the Engines gehört eigentlich dann im Endeffekt irgendwann auf jeden AP-Caster, gerade wenn er natürlich auch mit Doppel-AP oder so spielt oder wenn euer Jungler auch irgendwie mit AP zu tun hat, ist das natürlich gar nicht so schlecht, oder deswegen einfach zwingend notwendig, dieses Item zu haben. Boots sind sowieso klar, Rubbertons Death Caps sind auch eigentlich klar. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Giant's Belt gebaut, das sollte dann halt wirklich ein Rylas Crystal Scepter noch werden, um halt, wie gesagt, dann durch meinen Laser schon den Slow auf den Gegner drauf zu bekommen. Das würde dann wahrscheinlich doch relativ deutlich helfen. Und ja, als letztes Item könnt ihr dann gucken, ob ihr dann noch ein Sonjas Hourglass baut, was natürlich auch ganz gut ist. Dann könnt ihr einfach ja einmal eure Spells komplett durchcasten, dann vor allem auch gerade euren Chaos Storm eben mitten reinschleudern. Und dann eben mal Sonjas Hourglass zünden, Kaffee trinken gehen und wenn ihr dann wieder da seid, nochmal alle Spells komplett durchhauen. Das ist schon ganz gut, würde ich sagen. Und dementsprechend dann sicherlich auch eine Variante, aber genauso gut sicherlich auch ein Void Staff, um dann eventuell vorhandene Magieresistenz des Gegners, wo bin ich jetzt hier allerdings gerade, außer hier unten bei Shen, der immer in Mercury Treads und einen Guardian Angel hat, überhaupt keine sehe. Deswegen, ja, brauchte ich jetzt hier auch nicht wirklich Magie durchdringen, denn wenn dann auch immer so eine Ari da angetanzt kommt mit 42 Magieresistenz, dann ist mir das eigentlich relativ egal. Oder ein Ezreal mit 30, und das habt ihr ja gerade auch gesehen, auch eine Sona mit 30, die, ja, fallen dann quasi instantan, wenn ich meinen Chaos Storm da oben auf ihre Köpfe draufknalle. Beim Shen mit 107 Magieresistenz ist das dann schon ein bisschen was anderes, aber auch der würde dann sicherlich irgendwann fallen. Auf jeden Fall hier auch sehr gutes Teamplay zwischendurch. Hat sich ja mittlerweile sogar ja fast eingewöhnt, also mit den vier Leuten, zwar nicht immer in der Kombination, aber gerade mit diesen Leuten spiele ich mittlerweile auch wirklich häufiger zusammen. Das hat sich also zu einer sehr guten Gruppe da entwickelt, gerade hier der Simon als Supporter auf der Botlane, entweder mit dem Lars oder mit dem Nils, den werdet ihr in einer der nächsten Let's Plays noch kennenlernen. Das sind immer quasi sichere Lane-Wins zumindest. Manchmal kommt es allerdings auch vor, wenn man natürlich ziemlich gammeligen Jungler hat oder sowas. Manchmal müssen wir halt doch mit Randoms spielen, dass das Ganze dann auch nicht zu einem unbedingten Sieg führt. Aber ich habe auf jeden Fall noch einige Let's Plays jetzt auch eben gerade mit unter anderem zum Beispiel dem Simon, wo wir das Ganze dann doch relativ erfolgreich gestalten können. Ja, das also jetzt hier zu Victor. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt dann wirklich hochladen werde, wäre nämlich zum Beispiel auch ein Spiel eben mit jener Kombination von Premade-Kollegen. Und zwar wahrscheinlich Wukong. Das war auch ein relativ kurzes Spiel. Ich glaube, das war wirklich nach exakt 20 Minuten haben die aufgegeben. So viel kann ich schon mal verraten. Aber auf jeden Fall auch ein paar sehr coole Moves und sehr coole Action dabei. Deswegen werde ich das sicherlich mal zwischendurch noch hochladen können. Und danach kommt Annie, ein ja nahezu vergessener Charakter. Also ich glaube, ich habe ewig und drei Tage nicht mehr mit oder gegen eine Annie gespielt. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nochmal einfach nur aus Spaß an der Freude gemacht und ging ganz gut ab. Dementsprechend könnt ihr euch auch darauf freuen, auf Annie und ihren Bären-Tibbers. Und dann würde ich sagen, auch hier nicht vergessen, das Video wieder abzuvoten auf YouTube und auf Facebook, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einstein in New und ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.